Ja, liebe Community, ich wende mich heute aus einem ganz anderen Anlass an Sie, den Sie vielleicht schon mitbekommen haben. Und zwar haben wir im Unternehmen einen Führungswechsel durchzogen. Und dabei sind mir zwei Dinge wichtig, nämlich den einen in aller Ordentlichkeit zu verabschieden, wie sich das gehört, und den neuen genauso ordentlich zu begrüßen. Daher meine Worte an dich, lieber Thomas. Ich danke dir stellvertretend für die Belegschaft, für viele unserer Führungskräfte international, national, für dein unglaubliches Engagement im Sinne unserer Partnerorientierung im Unternehmen. Du hast viele Dinge hier vorangebracht. Ich habe gerne mit dir zusammengearbeitet. Ich bedauere zutiefst die Entscheidung von dir und ich war auch davon überrascht. Nichtsdestotrotz wünsche ich dir vom Herzen und das auch privat alles, alles Gute für die Zukunft. Ich hoffe, wir bleiben im Kontakt. Ich bin mir sicher, wir bleiben im Kontakt. Danke, Thomas. Ja, und dann nach vorne ausgerichtet, ich möchte unseren lieben Kollegen Andreas Friesch willkommen hier in der Gemeinschaft heißen. Ich habe ihn schon kennengelernt, das ist ein offener Typ, hat natürlich auch ein Mords-Know-how in der Szene, ich sag mal Stichwort Thermomix, das ist schon beeindruckend und ich denke, er ist ein Teamplayer, so habe ich ihn jetzt kennengelernt. Auch ihn möchte ich hier willkommen heißen, er wird sicherlich auch ein Stück weit nervös sein und ich habe ihm versprochen, dass wir ein offenes Unternehmen sind, dass wir offen auf die Leute zugehen und dass wir uns auf ihn freuen und mit ihm gemeinsam zusammenarbeiten wollen, um das, was wir in diesem Unternehmen schon, ich sag mal, auf die Beine gestellt haben, noch größer werden zu lassen. Weil im Sinne von Vertrieb First braucht unser Unternehmen Kontinuität auf den wichtigen Themen, weil am Ende machen wir all das, was wir hier tun, mit unserem Herzblut, mit Liebe und für Sie. Also, meine Damen und Herren, ich wünsche Ihnen eine angenehme Woche. Vertrauen ist etwas, was ich von Ihnen anfordere, was wir auch zurückbringen. Ich danke Ihnen.